Was, was, was? Oh. Ein Glück ist der so lahm. Das ist doch krass. Wow. Ja, genau. Erstmal neue Klamotten shoppen. Ich hätte aber gern mehr als meine Schleuder. Nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Mhm. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Okay. Ja. Ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Gut, dass hier überall so hohes Gras wächst. Sehr gut um den Garten gekümmert, muss man schon sagen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, danke, Gärtner. Der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Entschuldigung. Versteckt euch. Ich dachte, wir können vielleicht auch geduckt irgendwie... Ach, wirklich? Du zuerst. Ach, Mann. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Was haben die denn für eine Marke? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Da hat sich was bewegt, glaube ich. Nein, hat sich... Gott, ich habe immer den Drang, Schiff zu drücken. Hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Ja, fang ihn drüben auf. Ja. Hä? Hätte er gedacht, die fängt den auf? Ein Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Hä? Hab ich... Hier sind Steine. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Uff. Glück gehabt. Lauf, 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 lauf. Könnt ihr nicht schneller laufen? Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er Inquisitors ein besser. Ich habe. Komme gleich wieder. Sehr gut. Komm lebend wieder. Wir brauchen dich hier. Ja, dreh dich ja nicht um. Und das ist hier schon sehr spannend. Wir kommen nicht weiter, Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Sehr gut. Ah, cool. Mann, das Geräusch. Ja. Das sehe ich mir besser an. Ja, los, guck. Los jetzt. Jetzt habe ich nur noch Steine. Perfekt. Oh nein, nein, nein. Was, was, was? Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Ja, los, raus mit uns. Nicht zurück. Oh, Mist. Seite verschlossen. Mutter. Da ist ein Loch in der Mauer. Ja. Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Mal sehen. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Los. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Okay. Nur Mut. Bis ich mir die Tastenkombination mal gemerkt habe. Warte gut mal ab. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Oh. Warte. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Oh Gott. Die bleibt halt dort mitten stehen, wo alle sie sehen könnten. Kommt mit. Die sind echt dämlich, die Soldaten, oder? Wir schleichen uns hier einen nach dem anderen vorbei. Folgt mir. Hä? Was mit Hugo? Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Ja, echt mal. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Weiß Anfall. Nicht. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Okay. Meine Was passiert Augen, mit ihm? Mein Kopf. Ach, hat er vielleicht Migräne? Atme. Denk an die Wolke. Das klingt nach Migräne. Ein, aus. Oh je. So ist es gut. Langsam, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo.
glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. So, komm. Du kannst herkommen. Ja. Wo ist sie denn hin? Ah, da. Echt gucken, dass ich sie nicht verliere. Wird sonst Mist. So, wie kann ich ihnen da... Hä? Wie kann ich ihnen da drüber helfen? Ich muss ihm doch helfen. Ah. So geht das. Danke. Hä? Aber das... Genau dasselbe habe ich vorhin auch gedrückt. In die Blumen? Ja. Gut, dann weiter. Mit Öko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Okay. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Uah, jetzt dreht er sich wieder rum. Na, Moment. So, dreh dich wieder um. So. Jetzt schnapp ich mir hier was. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was soll dieser Gast? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Jetzt sind die da? Genau, oh ja. Hier lang. Ach, hier ist der Kleine. Ich wollte gerade sagen, wo ist der denn? Hier rennt hier schon an mir vorbei und der Kleine ist noch nicht da. Nein, gar nichts. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Ja. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, eben. Aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Okay. Dieses Geräusch. Das kam doch von da drüben. Ja. Das kam von hier drüben. Das ist so ein bisschen dieses kleine versteckte Tutorial. Das finde ich ganz cool. Ansonsten hat man immer so Punkte, die man abarbeiten muss und alles ist so steif. Aber das ist sehr schön in die Geschichte eingebaut. Lauf, 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 lauf. Oh. Ein Glück ist der so lahm. Hey, ihr lebt. Wer ist das denn? Hier entlang. Folgt mir. Okay. Kennen wir den? Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Warum muss er jetzt allein gehen? Madame, Sie Amicia, kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist doch... Geh doch einfach mit. Ich brauch dich. Okay, verstehe ich nicht. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Geh doch einfach mit. Es ist doch... Wow. Das erschien mir jetzt aber ein bisschen hart. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester, den Jungfrau-Soldaten. Hier lang. Okay. Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Eieiei. Ei, ei. So schnell du kannst. Vorsichtig, verflucht. Tut die Erde liegt. Amicia, der Boden bewegt sich. Naja. Lauf weiter. Sie sind direkt hinter uns. Ja, doof, dass die uns halt gerade sehen, ne? Keine Ahnung, zum Fluss, glaube ich. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Das geht nicht. Sie dürfen uns nicht stoppen. Ach, alles gut, da geht's gut. Oh, oh. Ich glaube, das könnte knapp werden. Alle raus aus dem Wald? Okay, jetzt haben die Angst. Das ist doch gut. Ab in den Fluss. In den Fluss springen. Ja, wusste ich's doch. Puh, okay. Das war mal ein Anfang. Kapitel 2, die Fremden. Ja, logisch, jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Da sind alle fremd.
Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Na. Ja, Arme. Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Ja, genau. Erstmal neue Klamotten shoppen. Suche Hilfe. Okay. Alicia, ich bin ja mal gespannt. Was wollen die von uns? Wenn wir jetzt... Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Ja, das ganze Spiel Laurentius mit ihm an der Hand hier rumrennen müssen. Papa zu bringen. Ja, natürlich. Können wir schneller laufen? Nein. Da ist wieder eine Martinsgans. Ihr sieht verlassen aus. Ach, das ist doch schon wieder Mist, Äpfel. Oder? Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen, die sind alle verdorben. Ja, aber irgendwie schon. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Der hat es ja nicht so genau gesehen. Oh, Knoblauch, lass uns Knoblauch mitnehmen, falls Vampire unterwegs sind. Aber hier die Würste, das sieht doch noch gut aus, oder? Jetzt mal davon abgesehen, dass hier Fliegen drumherum schwirren. Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Oder auch nicht mehr. Immer so... Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Oh. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Na toll, klopf mal. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt.